gestellt. Jetzt gebe ich einfach wieder langsam Gas. In dem Moment, wo ich Gas gebe, gehe ich auch nach vorne. Ich gebe mich auch an. Ich gebe nur nicht mehr Gas, weil sonst die Kamera gleich klein ist. Das wollen wir ja nicht. Und ich muss mehr und weniger Gas geben. Und ich kann es nicht einstellen. Geht auch relativ direkt. Wenn ich irgendwie von dem Knopf runterkomme oder von dem Knopf runterkomme, geht er aus. Wenn ich aber direkt die Beine draufgehe, springt er sofort wieder an. Sicherheitstechnisch halt so gemacht, wenn ich irgendwas falsch mache, geht er einfach mal aus. Bei dem ist nicht schlimm, weil zack, einmal drauf ist er wieder da. Ich mache ihn wieder deaktiv, damit auch nichts passiert. Wenn, weil jetzt kann ich hier machen, was ich will. Gleichzeitig ist nichts mehr. Ne? Wenn man so gestartet ist, dass zum Beispiel wenn man jetzt wartet, sieht man nur Vögel kreisen, 200 Meter über den Grund. Kann man einfach starten, kann dorthin fliegen und wenn man in das Aufbild reinkommt, selbst wenn es normalerweise nur Nullschieber wäre, dann kann ich mit minimalem Motorschub weiterkurbeln und kann schon mal meine Höhe gewinnen. Ich habe da immer noch im Akku was drin und kommt dann auch auf diese größere Höhe, kann auch besser suchen. Man ist auch beim Thermik suchen, ist eine Mischung zwischen Motor und Thermik suchen und man hat einfach nochmal erfreuliche Hilfe, besser reinzukommen. Das ist aufgebaut auf dem ganz normalen Kult-Fritzkörper, Kult-Kreis. Und hier besteht die Möglichkeit, dass man mit vier Schrauben, mit Schnellverschrauben, den kompletten Motor rausmacht. Und man kann mit dem Grundzeug auch ganz normal am Berg fliegen. Aber es ist ein extra Grundzeug. Ein extra Grundzeug. Ja. Man kann nicht diese Motoreinheit komplett woanders reinstecken, aber man kann hier in diesem Grundzeug die Motoreinheit wegmachen. Man sieht auch hier die Lüftungsklappen zum Beispiel, die wir brauchen für die Kühlung. Die werden einfach weggeklappt und hier reingesteckt. Und dann habe ich irgendwie auch ein normales Grundzeug. Das ist ja nur der Blattpropeller, was da ist. Die Vektorverstellung unten lag. Und hier vorne haben wir eben das Getriebe, ne? Mit dem Keilriemen und die Übersetzung. Wir haben ja geschafft, ne? Wir haben zurzeit alle EMV-Prüfungen bestanden. Die sind ganz wichtig. Wir arbeiten ja mit Strom hier. Und das ist auch zum Beispiel eine Prüfung, die wir bestanden haben gegenüber dem Wettbewerb. Man muss sich vorstellen, wenn ich jetzt mein Handy klingeln würde, dann muss gewährleistet sein, dass der Motor nicht anspringt. Oder wenn der Motor einspringt, dann muss gewährleistet sein, dass vom Nachbarn der Herzschrittmacher nicht ausfällt. Und das ist einfach eine EMV-Prüfung und das ist knallhart. Also wir beschießen das Ganze mit Strömen und das System darf sich ja nicht verändern, auch im Gas. Das war die erste Hürde, die EMV-Prüfung. Das nächste war eben halt, dass wir zurzeit die ganz normale DULF-Prüfung gemacht haben. Das heißt, das ist jetzt ein komplettes UL und ein fertiger UL-Pilot, der einen UL-Schein hat, der darf mit dieser Einheit schon offiziell fliegen, unter UL-Bedingungen. Und wir beten und hoffen und arbeiten jetzt in einer dritten Startart, die dann bald kommen wird. Und dann könnten wir uns vorstellen, dass es ähnlich ist wie beim Windenschein, dass man zwei, drei Tage Ausbildung macht, eingewiesen wird auf das System, sowohl theoretisch wie auch Praxis, und dann hat man den Schein anschließend. Also als UL ist das Ding so für ja. Wenn du einen UL-Schein hast, darfst du offiziell fliegen damit. Also okay. Wenn man dann sehen, wie weit es ist, ich weiß nicht, Harry hat vorhin gesagt, 14 Minuten zum Beispiel Vollgas und dann 15. Vollgas. Also wenn man wirklich Vollgas, einfach nur Vollgas gibt und ich weiß nicht, es hängt auch vom Schirm ab, was du hast, es hängt von deinem Körpergewicht natürlich ab, einer, der doppelt so schwer ist, ne? Kann natürlich nicht ganz so lang fliegen, wie einer leichte ist, 30 Minuten. Also ein gutes Beispiel, unser Arne ist letzte Woche geflogen im Ahrtal, ist auf der Fläche, hat einen Schirm aufgezogen, ist gestartet und ist dann leicht an die Kante geflogen, wo du sonst gar nicht hinkommst, an der Kante konnte das sohren. Hat sich dann die Finger kalt geflogen, ist dann wieder runtergekommen, durchs Tal geflogen, auf die andere Seite, wo auch kein Mensch hinkommt, hat er wieder weiter gesort und er war letztendlich eine Stunde 40 Minuten in der Luft. Also der hat eben halt das Aufsteigen genutzt, dann an Ecken zu fliegen, wo man normalerweise nicht hinkommt, das zu überbrücken und dann ist er einfach da geflogen. Also das Ziel ist wirklich mit dem eigentlich irgendwo hinzufliegen, wo auch Winde sind. Und den als Rucksackmotor zu benutzen im Vergleich zum Benzinmotor. Benzinmotor kannst du 10 Liter Sprit reintanken, dann kannst du halt stundenlang fliegen. Es ist was ganz anderes. Also hier ist eigentlich auch das die Hilfe, um an einen Soaringhang zu kommen, wo es vielleicht keinen Startplatz gibt, um auf der Ebene in eine Thermik reinzukommen. Also ich muss zugeben, wenn ich den habe, werde ich, wenn ich an einem Gleitschirmstartplatz bin, den mitnehmen. Und wenn ihr merkt, der Wind ist ein bisschen schwach oder die Thermik ein bisschen schwach, dann habe ich das Ding einfach dabei und dann kann ich auf jeden Fall mit diesen halben Stunde sozusagen Müllschieber, was ich fliegen kann, plus die Thermik, da kann ich dann auch ein, zwei Stunden fliegen, wo es uns eigentlich bei Erbs saufen wird. Und darum geht es eigentlich. Das ist auch unser Ansehen, dass wir das als Thermik-Aufstiegshilfe haben möchten. Und mehr möchten wir im Moment nicht. Vom DRV haben wir Leute, die da uns ganz stark unterstützen, auch die Zulassungsstelle.
die das Gerät zugelassen hat, hat sehr geholfen. Immer wieder sagt er, mach das so, wenn wir diese Lösung haben, dann geht das Ganze. Und letztendlich haben die uns natürlich geholfen, dass wir auch jetzt sagen können, wir haben zumindest mal schon mal die offizielle UL-Zulassung. Und der nächste Schritt wäre eben halt, wenn die dritte Startart dann genehmigt wird und da Ausbildungsvorschriften für da sind, dass wir dann eben halt nicht den aufwendigen UL-Schein machen müssen, um einfach in die Gärme zu kommen. Das soll das Ziel sein. Akkubereich, der tut sich ja auch einiges. Wir haben Lithium-Ionen angefangen, das Ganze, sind ja schon bei Eisenphosphat, auch unterschiedlich. Also wir arbeiten da mit verschiedenen Herstellern zusammen und vor allen Dingen, wir müssen das ja prüfen. Ihr müsst euch vorstellen, wenn wir sowas prüfen, dann bauen wir jetzt in einen Go-Kart ein, Go-Kart-Propeller und gucken dann, dass das Ganze unter Volllast laufen gelassen wird, dann wieder abkühlen, falsch laden, doppelt laden. Also die ganzen Prozesse, wir nennen das bei uns Dau-Test. Dümmster anzunehmender User, dass der auch letztendlich keine Fehler machen kann. Aber die Entwicklung geht so schnell auch im Akkubereich, dass man also quasi alle zwei Wochen mehr von vorne anfängt. Und da wird sich herausstellen, was sich die nächsten Jahre da durchsetzt für unseren Sportbereich. Und da haben wir auch gerade im Brandschutzbereich, also der ganze, erstmal der Akku ist geschützt, dann haben wir eine Brandschutzfolie drum gemacht. Das Case ist dann nochmal wieder geschützt gegen Durchschlagschutz. Also wir machen alle Sachen, um diesen Akku zu schützen. Ihr könnt es vielleicht sehen, da ist so eine Kevlar-Schicht auch noch drin, um den nochmal brandschutzmäßig zu sichern zum Beispiel. Styropor für den Durchschlag, Kevlar für den Brandschutz, außen nochmal ein Case für Durchschlag. Also das Case passt jetzt nicht ganz genau, das sind auch so Prototypen, weil wir immer verschiedene Akkus haben und dann werden die konfektioniert, werden eingebaut, werden wir getestet und das ist auch noch nicht die ganz finale Form. Und es scheint auch so zu sein, dass man den wahrscheinlich final sogar mit dem Flieger mitnehmen kann. Da sind wir natürlich auch dran, dass es möglich ist. Man ist auch im Urlaub, muss man nur Sondergepäck anmelden. 20 Kilo das ganze System, dass man auch den Urlaub mitnehmen kann. Wir haben also nächste Woche Samstag das erste Gespräch mit dem LBA, mit dem DRV, wo wir eine Prüfungsverordnung im ersten Rahmen besprechen möchten. Was muss der Pilot können? Welche Zielgruppe ist das? Wie sieht die Ausbildung aus? Und dergleichen und so fort. Und da sind zurzeit ist ein Gremium gebildet worden und in Zukunft würde das haken Startart E-Berechtigung. Das heißt, du hast die Bergstartberechtigung, Binnenstartberechtigung und wir wollen hoffen in Zukunft Startart E-Berechtigung. Ja, aber die Tatsache, dass ich halt eben nicht nur starten kann, sondern mich auch nochmal wirklich zur nächsten Thermik schieben kann, löst ja im Prinzip schon, wie soll ich sagen, die Fiktion auf, dass ich in diesem Gleitwinkel des Berges bleibe. Das heißt also, der Streckenflugschein wird doch wohl schon die Basis sein, oder? Also du musst, stell dir vor, du bist auf der Wasserkuppe hier oben, du bist im Berggebiet, hast aber relativ schwache Thermik, dass es am Hang nicht trägt und du siehst draußen da unmittelbar ein paar Vögel steigen, du fliegst da hin und steigst mit den Vögeln auf. Das brauchst du noch keinen Bildschirm für. Okay. Ich freue mich auf jeden Fall und an der Stelle, ich möchte das einfach mal auch bewerten an der Stelle, es ist total wichtig, dass wir Gleitschirmhersteller haben, die innovativ sind und die da wirklich entwickeln und forschen, die da viele tausend Arbeitsstunden investieren, damit so etwas vorangetrieben wird. Es ist ganz einfach die Frage, vorhin an mich herangetreten wurde, wieso ist das nicht schon früh entwickelt worden? Ja, die Antwort ist, das kommt erstmal aus dem Verbrennungsmotor, das Elektrofliegen und es gab weder den Elektromotor, der genug Leistung hatte, noch gab es die dazugehörige Akkutechnik, die das überhaupt ermöglicht hätte. Das ist jetzt der Fall und wie Skywalk Slogan auch ist, fängt jetzt hier und heute auf der Wasserkuppe die Zukunft an. Okay. Danke.